Es sieht ein bisschen komisch aus, tut mir leid. Wird wahrscheinlich auch das Pre-Intro sein. Hallo und so, dass du dabei bist. Wir haben ja letztes Mal in dieser Höhle hier, oder kurz vor dieser Höhle, aufgehört. Und ja, da bauen wir uns jetzt erstmal komplett hin. Und dann... Ja, wieso immer X? Das ist meine Synchron, lol. So. Oh! Das war ein bisschen knapp. Hier ist über Lava, das ist doof. Und ich habe meine Fackel ja letztes Mal verbrannt. Hier sind keine Dias. Unfair. Das Gold. Aber ist nicht so geil. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir hier vielleicht ein Dia finden. Aber die Hülle geht ja dann wieder nach oben. Das heißt, da können keine Dias sein. Und ja. Alles scheiße. Vielleicht fällt uns davon was ein bisschen in die Lava. Aber gut. Ich glaube, wir haben alles sogar bekommen. Bis jetzt. Ja. Wir haben immer noch kein Essen. Und genau deshalb, also dadurch, dass wir jetzt hier keine Dias gefunden haben, sondern nur stacksweise Eisen, gehe ich jetzt wieder nach oben. Denn das wäre so meine letzte Sache halt hier gewesen. Wir brauchen nämlich unbedingt mal wieder Essen und alles. Und jetzt hoffe ich, dass ich überhaupt wieder rausfinde. Ja, geil, das wird auch lustig jetzt. So, dann gehen wir mal. Ich glaube, ich gehe auch wieder näher an mein Mikro ran. Wir gehen hier hoch und dann. Oh, hier ist mal Gold, nehme ich mit. Goldäpfel und so kann man immer gebrauchen. Eigentlich nicht. Vor allem seitdem man den OP-Apfel nicht mehr craften kann. Ich weiß noch, dass ich von hier kam. Lol. Diese neue Suizid-Scheiße. Ich glaube, ich kam von da. Ich hoffe es einfach mal. Ah, ich weiß es echt nicht mehr. Wir gehen einfach mal hier lang und gucken, wo wir rauskommen. Nee, bitte nicht. Hier, da, dort. Ja, hier ist sogar... Alter, ich bin so doof. Hier ist doch meine Werkbank. Ich glaube, jetzt hört man meine Tastatur wieder ordentlich. Ich werde mal eben... So, Hand ein bisschen umpositioniert, sodass... Oh, ich kann eh meine Steine hier alle verballern. Woher, von wo kam ich denn? Ich bin von hier und dann da. Vielleicht hier? Ne, hier habe ich Kohle abgebaut. Boah, wenn man in die Mitte von der Tastatur drückt, ist die schön leise. Vielleicht von hier? Ich weiß nur noch, dass wir diesen Gang hatten. Und der hat hier direkt reingeführt, läuft sogar. Habe ich das jetzt zugebaut vielleicht? Hä? Wo ist dieser Eingang? Schrägstrich Ausgang hin. Das war einfach nur eine behinderte Treppe nach unten. Da. Hab dich gesehen. Oh, nö, ist das natürlich Nacht. Ah ja. Aber müssen wir jetzt mal mitleben, dass es Nacht ist. Ich hoffe einfach nur... gedrickt. Gedricktum einfach nur. Ich hoffe einfach mal, dass die Hühnerfarm so halbwegs funktioniert hat. Okay, hier ist anscheinend nichts, was mich jetzt potenziell super schnell killen könnte. Creeper. So, zu machen und gucken. 10 Eier nur! Oh nee! Ich glaube, viel einfacher ist es, wenn ich mich hier so eine Wendeltreppe hochcrafte. Hochcrafte, genau. Baue halt einfach. So. Da kam kein Hühnchen raus! Ja klar, Junge.
Ja gut, dann versuche ich halt irgendwie hier Pilze anzubauen oder so. Vielleicht habe ich rote? Ich habe keine roten Pilze. Ich kann ja nicht mal Pilze anbauen. So. Ich hole mir jetzt wenigstens mal eine Kiste rein. So, mein Inventar. Ja, genau. Erstmal alles Holz in die Hand nehmen. Stellen wir die hier hin. Ich glaube, wir machen direkt eine Doppelkiste. Wir werden den Platz eh brauchen. So. Zack. So, alles rein. Und warten auch gleich mal das Eisen, den ganzen Stack und das Gold. So. Nicht das Roheisen. So. Das sollte passen. Dann hauen wir erstmal den Stack Eisen durch und danach ein Fenster ist offen. So. So. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt. Oh, Achievement, das seht ihr eigentlich. Will ja auch schon alle durchhaben. Fisch, Alter, wir könnten nicht. Ah, werden wir nicht, weil ich keine Strings hab. Wir haben einen schönen Ausblick. Ich mache auch jetzt mal. Wir sind halt wieder eine 1.10. Ich habe nicht so viele Texture Packs. Für 1.10. Nehmen wir das Vanilla Craft. Das hier, da muss ich den Sound noch rauspatchen, wenn ich es benutzen möchte. So. Wie kann der denn die ganze Zeit von einem Zombie gekillt werden? Ich finde, Zombies sind noch die schwächsten Gegner. Oh lol, Alter, die machen 2 Schaden. Naja. Selbst dann ist es eigentlich nicht so schwierig, einen Zombie. Nicht von einem Zombie getötet zu werden. Ja, die brauche ich auch nicht mehr. Ich habe nur einen String. Das reicht nicht. Schluck auf. Oder sowas ähnliches zumindest. Dann gehen wir halt einfach ein bisschen Monster hunten. Aber irgendwo müssen wir jetzt noch Essen bekommen. Das kann nicht sein. Vielleicht hat jemand ein Feld, das wir halt nachpflanzen und noch wieder können. So viel zu, ich platziere meine Hand um. Ich glaube aber keiner hat ein Feld. Warum mache ich nicht einfach mal ein Feld? Ich brauche einfach ein Feld. Dann haben wir schon einen ganzen Seed. Oh, schon 2. Wow, 2 Seeds. Dumme. Ach man, ich habe es nicht aufgesammelt. Aber ich glaube, hier kann man was ganz Schönes rausbauen vor allem. Machen uns doch mal eine Rüstung. Warum nicht? So. Es fehlt noch das und das. Genau. Dann haben wir Full Iron. Und jetzt das Feld. Mache ich aber eine Steinhacke für. Zack und zack. Oh, die sieht echt cool aus. Nice Work Specs. Oder BD Craft oder wie auch immer nennt. Was macht dieser schwebende Koppelstein? Ich habe kein Dirt dabei. Da unten ist nämlich nur Sand und bekanntermaßen kann man auf Sand nichts anbauen. Außer Zuckerrohr. Dreck. Es ist viereckig, es muss Dreck sein. Ein Villager-Zombie. Fuck. Ja, aber jetzt mit Eisenrüstung kriegt man eigentlich schon wenig Schaden. So, bauen wir hier so ein. Das reiße ich irgendwann wieder ab, aber ich
brauche jetzt halt irgendwas, wo ich was anpflanzen kann. Ja, ich hätte jetzt gern noch meine Karotten und so, ne? Das ist so easy food. Okay. Vielleicht können wir ja bei jemand, also irgendjemand muss Karotten haben, weil die auch schon beim Dorf waren. Und at least dieser Arcana oder Akama, wie der hieß auch immer, muss meine Karotten und meine Kartoffeln haben. Und die werde ich mir einfach klauen, wenn er die hat. Was hat denn überhaupt gebaut da oben irgendwo, gell? War denn das? Hier ist auf jeden Fall kein Feld anscheinend. Hier ist auf jeden Fall anscheinend. Alles klar, gute Wortwahl, guter Mix. Alter, der Chicken ist auch scheiße. Weg mit Zombiefleisch. So verhungert bin ich jetzt auch noch nicht. Ja doch. Schon eigentlich, aber trotzdem esse ich nicht Zombiefleisch. Würdet ihr das denn machen? Auch wenn ihr richtig am Verhungern... Okay, vielleicht. Ja, wahrscheinlich würde man das machen. Zum Glück war ich noch nie richtig am Verhungern. Ich glaube, ich baue mich einfach rüber. Ja, Heslo-Brücke. Das war Fanatics-Berg, glaube ich. Ja. Der kann nicht mehr weit sein, der Berg. Ich glaube, da, genau, da ist er. Und da kann ich mir jetzt meine Kartoffeln wieder zurückholen. Und das töten wir. Get mal Hühnchenfleisch. Hey, ich habe jetzt 11 Eier geworfen. Jetzt kam nirgendwo ein Hühnchen mal raus. Richtig beschiss. Warum ist da einmal so die Audiospur ausgerastet? Mal gucken, wo er seine Kisten hat einfach. Und dann hoffe ich mal, dass da meinen... Hä, was hat er denn mit meinen Sachen gemacht? Okay, hier ist eine Höhle. Das waren alle seine Kisten. Was hat er denn... Ist hier vielleicht irgendwo ein Feld? Hä? Hier müsste doch... Sieht man von hier vielleicht irgendwo ein Feld? Da baut jemand... Aber hier sind nirgendwo Felder. Nee, hier ist kein Feld. Ich hätte meine Tür nicht offen lassen sollen. Hier ist nirgendwo ein Feld, wo denn... Er hat mich getötet und anstatt, dass er meine Sachen wenigstens dann saved, nö. Er lässt sie einfach liegen, wie die spawnen halt. Super. Faire Spiele. Jesus. Alter. Warte mal, wir trollen aber jetzt schon mal. Also, das ist die erste Racheaktion. Happy Birthday, ne? Schnell. Aber das ist jetzt schnell. Der wird nicht mehr ankommen. Ich kenne auch nicht Sleep at Night, ich weiß. Minecraft. Darf hier nicht durchkommen. Ha. Perfekt. Dann viel Spaß beim Abbauen, ne? Gut. Das kann doch nicht sein, der tötet mich und dann lässt er sogar noch meine Sachen liegen. Ja, gut. Scheiße! Ich dachte, ich kann den Sprung schaffen. Na egal. Ich glaube, da finde ich schnell genug hin. Inzwischen ist es nicht mehr so schwierig, irgendwo hinzufinden. Man kennt sich ja aus. Ich glaube, da war das sogar schon direkt. Vielleicht hinten auf dem Weg sogar noch irgendwie ein Feld oder so, wo wir mal kurz was klauen können. Das heißt, klauen, wir klauen es ja auch wieder nach. Aber irgendjemand müsste Kartoffeln, Schrägstrich Karotten haben. Vielleicht du? Hä? Keiner hat in dem Dorf gab es Karotten und Kartoffeln. Die hat jemand mitgenommen, den haben wir sogar gesehen, den Typen. Ist das ein Durchgang? Ich glaube nicht. Den haben wir sogar gesehen, oder zumindest gehört, und... Ja. Der müsste dann halt eigentlich sogar super viel davon haben. Hä, wo war denn das? Hier ist dieser Lavafluss, von dem habe ich gerade sein Haus zu... Ah, dann muss es da unten sein. Da ist ja der Cobblestone hier drin. Oh, Alter, ich habe schon wieder keinen Hunger.
keine Hungerkeulen. Richtig nervig. Ich glaube, da bin ich gestorben. Genau, ich bin hier runtergelaufen, dann war da unten der Baum, wo ich rüberspringen wollte. War nicht so schlau. Genau, da sind meine Sachen. Gut, auch alles da. Muss nur aufsammeln. Das Wichtigste habe ich auch schon. Dann noch die Schuhe, ist mein ganzes Eisenzeug wieder da. Ich sollte alles haben, ja. Steine habe ich ja alle verbraucht. Das Swampland, da kann ich also gar nicht wohnen. Ich habe auch einen Berg gehabt. Ist es in der Richtung? Ich glaube schon. Vielleicht können wir gleich mal sprinten. Aber keiner hat ein Feld bis jetzt gebaut. Komplett unverständlich für mich. Dass ich da jetzt wirklich der Erste bin. Mit Folge 3. Komm, Seeds. Ah, schön. Ich denke mal unten, das Feld ist noch kein Stück gewachsen, aber wir können da wenigstens noch ein paar Seeds hinzufügen. Ich kauche mir auch, glaube ich, sofort dieses Chicken hier durch. Genau, dann kann ich nämlich dieses... Es dauert ein bisschen mit dem Durchbraten. Ja, er ist nur gewachsen. Aber auch klar, so schnell wächst es jetzt auch nicht. Also regenerieren, es wird wohl lange nichts mehr. Und ein Bett ist auch so ein Future-Ziel anscheinend gerade. Dann können wir das nämlich auch so halbwegs gut nutzen. Mach schneller, ich will da mein Zeug reinlegen. So. Legen wir das rein. Ich hole mir da jetzt ein bisschen Kobbel raus. Ja gut, das war jetzt nicht so die produktivste Folge. Die ist auch schon wieder vorbei. Es ging verhältnismäßig sogar schnell die Zeit um. Und mir fällt gerade auf, dass ich in 2 Pixeln zu wenig... Na okay. Die Folge ist jetzt ein bisschen komisch, denn das Bild ist gekrümmt. Das fällt mir jetzt auf. Ich habe nicht in Vollbild aufgenommen, ich spast. Ich nehme gerade nicht in Full HD aus, oder ich habe in Full HD aufgenommen und das Bild ist halt jetzt zurechtgezogen worden. Das heißt, es sieht ein bisschen komisch aus, tut mir leid. Und wahrscheinlich wird das Pre-Intro sein. Und ich hoffe, wir sehen uns trotz diesen kleinen Fehlers beim nächsten Mal wieder. Tschüss!